Die wunderschöne Baleareninsel ist zum ersten Mal Gastgeber eines internationalen Reitsport-Events. Auf Esfangar, einem einmaligen Gestüt im Osten der Insel, findet das 4-Sterne-Dressurturnier mit Reitern der Weltspitze statt. Die historische Finca aus dem 14. Jahrhundert öffnet ihre Pforten für die Balearentour Dressur pur. Der Dressursport, der steht immer etwas im Schatten vom Springsport. Und wir wünschen uns jetzt, dass die Dressur auf den Platz kommt, der ihr gebührt. Die Reiter und die Pferde, die investieren viel Zeit, viel Liebe, viel Geld auch und körperlichen Einsatz. Wir machen fast alles gemeinsam, wobei jeder so ein bisschen seine Schwerpunkte hat. Also meine Frau eher die Pferdeabteilung, ich eher die Weinabteilung. Aus ganz egoistischen Gründen. Die Fähre bringt die Tiere stressfrei und sicher vom Festland auf die Insel und landet frühmorgens im berühmten Hafen von Palma, bevor es auf das 1000 Hektar große Anwesen geht. Sorgfältige Organisation und Vorbereitung, eine ausgefeilte Logistik und herausragende Bedingungen vor Ort für Pferd und Reiter sorgen für optimale Turnierbedingungen. Sponsoren aus der ganzen Welt unterstützen das Turnier und finden auf der Finca eine hochkarätige und entspannte Plattform, um sich zu präsentieren. Das ist ein Riesenkompliment für den Veranstalter, wenn auf ein neues Turnier 30 Reiter gleich kommen zu dem Grand Prix. Und auch sonst in den anderen Touren alles toll besetzt, aber ich weiß warum. Es ist nicht nur die herrliche Anlage und das Ambiente, sondern alle sind wahnsinnig freundlich. Aparte de tener un día maravilloso, estamos sponsorizando todo este evento tan importante, un evento internacional. Y como empresa de transporte nos hemos dedicado a todos los invitados, jinetes, colaboradores. El entorno es fantástico, las instalaciones están muy logradas. Creo que las pistas, aunque él entiende mucho más, creo que las pistas están en muy buen estado y es algo muy positivo a la hora de traer, como han venido, jinetes de un grandísimo nivel con caballos de un gran nivel. It's very, very nice, all the organization, the fooding, the stable for the horses, the weather, everything is very, very fancy. Just what an amazing venue, and the facilities are amazing, we've been looked after amazingly, the horses have been cared for. It's a great opportunity for me to see the best riders and the best surroundings in a lovely atmosphere. So for us stewards, it's really a pleasure to be here, it's like holidays. Die Möglichkeiten sind sehr gut, weil wir hier die Chance haben, mit einzelnen Personen sehr individuell sprechen zu können, tolle Kontakte zu machen und unser Konzept, unser Firmenkonzept vorzustellen. Ich sehe mich eigentlich hier recht gut präsentiert und habe die Möglichkeit, hier meine Ware zu zeigen. Es sind ja auch sehr viele Deutsche da und ich bin in Deutschland nun mal schon relativ bekannt bei Juwelieren. Das Publikum und die Pferde und der Platz, ich meine, das ist eine wunderschöne Anlage hier. Das ist natürlich eine schöne Repräsentationsmöglichkeit auch für den Sekt. Wir wissen sehr zu schätzen, dass Save the Children hier vor Ort sein darf mit einer großen Tombola. Und die ganzen Einnahmen aus der Tombola werden dann gespendet und kommen damit Kindern in Notsituationen zugute. To have a CDI 4-star on an island of Mallorca with the communication, the promotion that has been done for the show all over the world. In 2 days on the online streaming of the show, we've had almost 100,000 visits. It's a record for any show. We've had an amazing time here at Esfangar. We've been very grateful to the Eisenmann family for inviting us to come. Vor allem, was man hier geboten kriegt und schönen Sport, gute Reiter, schöne Pferde. Ein Event, was der Insel gut tut, was hochprofessionell aufgesetzt ist. Und ich hoffe,
dass der Geist, der hier drin ist, dass das auch ein Stück mit rübergekommen ist. Ich würde mich nur freuen, wenn das noch viele Jahre so geht und wenn ich ein Stück dazu beitragen kann, damit hier ein großer Erfolg zustande kommt. Das ist traumhaft hier, das muss man einfach sagen. Und das war auch mit ein Grund, dass wir gesagt haben, komm, wir fahren nach Mallorca dieses Jahr. Ich hätte eigentlich die dänischen Meisterschaften, gleichzeitig läuft das mit Esfanga, aber dann haben wir einfach gesagt, so, wir machen das hier. Dressur pur und eine unglaubliche Gastfreundschaft in einem besonderen Ambiente tragen dazu bei, dass sich Reiter, Unternehmen und Gäste 3 Tage lang erfolgreich präsentieren und austauschen konnten.